Es geht um die Frage des Terrorismus, genauer genommen die Frage der Wahrnehmung islamistischer, terroristischer Bedrohung. Und meine Hypothese wäre oder meine These ist, dass diese Bedrohungswahrnehmung sehr stark konstruiert ist, angedockt ist an tief etablierte antimuslimische Rassismen, die in der Gesellschaft, in der Politik seit langer, langer Zeit vorhanden sind, die jetzt stärker auch wieder von bestimmten Parteien reproduziert werden und dass die mitursächlich sind, also nicht als einzige Ursache, aber durchaus mitursächlich sind dafür, dass wir den islamistischen Terrorismus so leicht und so stark als so eine sehr, sehr omnipotente Bedrohung in unseren Gesellschaften wahrnehmen. Also wenn wir uns die Zahlen angucken, stellen wir natürlich fest, dass es gibt viele so Beispiele, dass das Risiko in Europa, Opfer eines Terroranschlags zu werden, geringer ist als durch eine Pilzvergiftung beispielsweise zu sterben. Das hat Ottwin Renn ausgerechnet, der ist ein bekannter Risikoforscher. Davon unabhängig aber, selbst wenn man diese Zahlen sich vergegenwärtigt, stellt man fest, dass die Menschen aber sehr wohl Angst haben oder sich bedroht fühlen von islamistischem Terrorismus. Und dann ist es die Frage, woran liegt denn das? Also wenn die Wahrscheinlichkeit, dass ich in Deutschland eher im Straßenverkehr sterbe oder als Frau eher Opfer häuslicher Gewalt werde, als dass ich Opfer eines terroristischen Anschlags werde, warum ist es denn trotzdem so handlungsleitend oder warum haben Parteien so einen großen Erfolg, wenn sie dieses Thema bedienen? Und eine Erklärung, das kann nur eine Erklärung sein, wäre, dass diese Angst vor Terrorismus, vor islamistischem Terrorismus, den wir sehr stark seit den Anschlägen vom 11. September erleben, dass der an etwas andockt, was sehr tief in der Gesellschaft verwurzelt ist. Und wir können halt feststellen, wenn wir uns eben auch bestimmte Narrative angucken, dass es einfach einen sehr, sehr tief verwurzelten antimuslimischen Terrorismus gibt. Es gibt eben auch entsprechende Umfragen, die belegen, dass ein nicht unwichtiger Teil der deutschen Gesellschaft, aber auch der europäischen Gesellschaft, den Islam als scheinbar homogenes Gebilde, als bedrohlich wahrnehmen, dass sie glauben, dass Muslime, und zwar auch wieder als homogenes soziales Phänomen betrachtet, islamistischen Terrorismus bejahen. Das sind zwar alles kontrafaktische Eindrücke, die sind aber sehr wohl handlungsleitend und die können zum Teil eben auch erklären, warum einzelne Anschläge dann eine so große Wirkung haben auf die Bedrohungswahrnehmung von Menschen.